Die Berliner Lebensretter können nur mutmaßen, was sie bei ihrem aktuellen Einsatz erwartet. Wir fahren jetzt zu einem Verdacht auf Unfall in Wohnung. Dahinter verbirgt sich eine verschlossene Tür, hinter der eine hilfsbedürftige Person vermutet wird. Das heißt, wir fahren jetzt zusammen mit der Feuerwehr, um eben die Tür zu öffnen, um zu schauen, ob jemand Hilfe braucht. Das Öffnen der Wohnungstür übernimmt in solchen Notfällen die Feuerwehr. Wir haben zwar eine Axt an Bord und können auch brutal sein, aber die Feuerwehr hat einen Werkzeugkoffer speziell für Türen, mit dem man das Ganze auch mit geringerem Schaden hinbekommt. Die Sanitäter sind auf alles gefasst, auch darauf, sich bei einem Patienten in akuter Lebensgefahr selbst Zutritt zu verschaffen. Ansonsten kann uns bei so einer Alarmierung alles Mögliche erwarten. Also es kann sein, dass da tatsächlich jemand Hilfe braucht. Und im schlimmsten Fall kann es tatsächlich sein, dass die Person verstorben ist und jetzt tot in der Wohnung liegt. Auch auf solche Extremsituationen werden die Sanitäter in ihrer Ausbildung vorbereitet. Vor Ort wartet ein Essenslieferant auf das Retterduo. Er hat den Notruf abgesetzt, weil er sich um einen älteren Kunden sorgt. Können Sie mir einmal kurz sagen, was... Ja, also ich bin hier Essenslieferant. Hm? Und gestern habe ich schon Essen gegeben an der Tür. Okay. Wollen wir halt mal so machen, wenn ihr normal nicht da ist. Ja. Essen hier heute immer noch da. Okay, welches Geschoss ist das? Nur gleich oben, also Erdgeschoss, mein Dick. Okay, ist das hier links oder die rechts? Links, rechts, okay. Alles klar. Na, dann gucken wir mal. Die Lebensretter nehmen ihr komplettes Equipment mit, um im Notfall schnell reagieren zu können. Die Feuerwehr ist noch nicht vor Ort. Trotzdem verlieren die Retter keine Zeit und versuchen, die Lage eigenständig zu klären. Ja, ne? Mhm. Rettungsdienst! Mhm. Okay, müssen wir im Zweifelsfall aufs Löschfahrzeug warten? Ja. Wir haben jetzt mehrfach geklingelt und geklopft. Das macht leider keiner die Tür auf. Man hört leider auch nichts. Und jetzt gucken wir mal, dass die Feuerwehr die Tür mit ihrem Werkzeug aufmacht. Kurze Lagebesprechung mit den soeben eingetroffenen Feuerwehrmännern. Die müssen als erstes Wohnungstür und Schloss begutachten. Also ich habe mal vorsichtig gegengelehnt. Es wirkt jetzt nicht so, als wäre sie oben verriegelt. Aber naja. Es gibt ja einen Grund, warum ihr die Experten seid. Während sich ein Kollege um die verschlossene Wohnungstür kümmert, versuchen die anderen, sich über den Balkon Zutritt zur Wohnung zu verschaffen. Denn ganz so einfach wie erwartet, lässt sich die Tür nicht öffnen. Kannst du hier nochmal durch gegenlehnen ein bisschen? Na klar. Sollte der Bewohner tatsächlich hilflos sein und sich nicht bemerkbar machen können, zählt jetzt jede Minute. Nochmal. Damit die Feuerwehr die Tür öffnen darf, muss es klare Anzeichen für einen Notfall geben. Das unberührte Essen vom Vortag ist in diesem Fall Hinweis genug. Allerdings lassen sich weder Balkontür noch Haustür leicht öffnen. Hier siehst du auch nichts. Verschlossen. Wird dann mit der roten Kiste und dann fräsen wir, ja? Mit einfachen Methoden klappt das hier leider nicht, die Tür ohne Schaden zu öffnen. Das heißt, um die Tür aufzukriegen, müssen wir jetzt ein bisschen härtere Maßnahmen wählen und das Schloss auffräsen. Doch bevor die Feuerwehr zur Tat schreitet, will Rettungssanitäterin Vanessa die Nachbarn befragen. Hallo, nicht erschrecken. Kennen Sie Ihren Nachbarn? Kennen Sie ihn? Sehen Sie ihn regelmäßig? Okay, dann hat sich das alles erledigt. Dankeschön. Wann haben Sie denn das letzte Mal gesehen, den Nachbarn? Und hat jemand noch einen Schlüssel zufällig? Oh, nein. Schlüssel ist ja nicht, ja. Gut. Vielleicht können wir bei den Nachbarn aus dem ersten Stock. Dann probieren wir es da nochmal, bevor ihr losgeht. Welche denn? Welche Nachbarn denn? Nachbarn? Entweder die Die Retter lassen nichts unversucht, um ein gewaltsames Öffnen der Tür zu vermeiden. Hallo, nicht erschrecken. Feuerwehr und Rettungsdienst. Es geht um Ihren Nachbarn, Herrn
Ja, der ist im Krankenhaus. Ach, der ist im Krankenhaus. Okay. Alles zurück, ist im Krankenhaus. Der ist im Krankenhaus. Okay. Ich habe die Schlüssel für ihn, also für die Wohnung. Ja. Und der ist seit gestern im Krankenhaus. In Ordnung. Gut. In Ordnung. Schön, dass mal Leute sehen. Ich muss übrigens mal sagen, wenn Sie schon gerade mal hier stehen, ich bewundere Sie und Sie haben meinen höchsten Respekt. Ein Kompliment, das die Retter nicht jeden Tag bekommen. Gut, dann vielen Dank. Und ist da noch was passiert? Naja, hoffentlich ja nicht, wenn er jetzt im Krankenhaus ist oder Sie, dann. Sonst hätten wir die Tür jetzt kaputt gemacht, um nachzugucken. Weil das Essen immer noch draußen hängt. Naja, das Essen habe ich gerade gesehen. Ich habe jetzt die Tochter angerufen. Ja. Die Tochter, die hat mich noch nicht zurückgerufen. Ja. Ach so, genau. Okay. Dann bedanken wir uns recht herzlich. Ja, gerne schön. Einen schönen Mittag für Sie noch. Ja, alles Gute. Schönen Tag. Ja, einen schönen Tag. Danke. Tschüss. Eine unverhoffte Wendung für das fünfköpfige Rettungsteam. Manchmal lösen sich Dinge ja auch auf die einfache Art. Ja, ebenso. Tschüssi. Glück im Unglück hier zu sagen, ist relativ schwierig, da er ja im Krankenhaus liegt und es ihm sozusagen nicht gut geht. Aber für ihn und sein Eigentum natürlich schön, dass wir jetzt hier keinen Schaden anrichten mussten. Die Sanitäter können aufatmen, aber nur kurz, denn schon meldet die Leitstelle den nächsten Notfall. Eine Patientin mit Verdacht auf Schlaganfall. So, wir wollen mal gucken. Da. Am Einsatzort stellen die Lebensretter hochkonzentriert ihre Ausrüstung zusammen. Denn im Ernstfall kann jedes vergessene Hilfsmittel Leben kosten. Da ist es menschlich, wenn man auch mal die Orientierung verliert. Links, links, links! Schön. Manchmal hat es ein bisschen was von betreutes Retten mit mir. Die Patientin hat den Rettungsdienst selbst gerufen. Sie klagt über extremen Schwindel. Neben Sehstörungen, Sprachstörungen und Lähmungen könnte das auf einen Schlaganfall hindeuten. Frau der Rettungsdienst. Wo sind Sie denn? Da. Ja, okay, alles klar. Hallo. Hallo. Judy. Frau erzählen Sie mal, was belastet Sie im Moment? Mir schwindelig und schlecht. Ich hatte zwischen dem Absetzen des Notrufes, musste ja mal brechen, da hatte ich mich ins Bad geschleppt, da hat er auch gerade die Tür aufgemacht. Okay. Und ich habe eine total kribbelige Hand und ich bin heute Morgen aufgewacht und da war es mir schon schwindelig. Dann habe ich es aber geschafft aufzustehen, auch so ein bisschen zu arbeiten und dann kam plötzlich wieder ein Schwindelanfall. Okay. Haben Sie sowas Ähnliches schon mal gehabt mit dem Schwindel? Nein. Oder? Okay. Sind bei Ihnen sonst irgendwelche Vorerkrankungen bekannt? Nö. Okay. Nehmen Sie regelmäßig Medikamente oder? Alles klar. Die Retter beginnen ihre Untersuchungen und überprüfen den Blutdruck. So, Druck ist 150 zu 100. Oh, so viel. Das ist ein bisschen auf der höheren Seite. Wissen Sie zufällig, was für einen Blutdruck Sie sonst so haben? Ist ganz da normal. Ganz normal. Bei jeder Messung landen wir immer bei 120, 80. Das ist doch super eigentlich. Na, Sauerstoffsättigung ist auch gut. Also, der Blutdruck ist ein bisschen höher, aber zumindest die Werte, die wir bisher haben, sind alle kein Grund zur Sorge, die sind soweit in Ordnung. Okay. Als nächstes prüft Notfallsanitäter Nikolas, wie mobil die Patientin ist. So, tief durchatmen. Vom Liegen in Sitzen, hat das jetzt irgendwas verändert? Ja, jetzt ist es hochschwindlicher. Okay. Hier ist jetzt der Verdacht Schlaganfall im Raum. Das heißt, wir überprüfen auch die neurologischen Funktionen der Patientin. Das haben wir zum einen schon dadurch gemacht, dass wir mit ihr reden können. Also die Sprache ist soweit in Ordnung, das Erinnerungsvermögen, sie ist orientiert. Darüber hinaus untersuchen wir jetzt auch Kraft in ihren Armen und Beinen, ob da irgendwo vielleicht eine halbseitige oder überhaupt eine Lähmungserscheinung ist. Schaffen Sie das mit beiden Händen mal richtig kräftig zuzudrücken? Super, das klappt gut. Ähnliche Übung machen wir am Knie. Schaffen Sie das einfach mal nach oben zu drücken gegen meine Hände. Auch Seitengleichkraft ist gut. So, ich nehme einmal Ihre Hände. Sie machen einmal die Augen zu. Ich halte einfach nur die Hände nach vorne und lasse gleich los. Und Sie halten die Arme da, wo Sie sind.
Supi. Die Augen weiter zulassen. Schaffen Sie das, mit dem Finger einmal zur Nasenspitze zu gehen? Super. Gleiche Übung, anderer Finger. Traumhaft. Vielen Dank. Sie dürfen die Augen wieder aufmachen. Das Gleiche machen wir auch mit der Gesichtsmuskulatur, ob da irgendwelche Auffälligkeiten sind, um auszuschließen, eben, dass es sich um einen Schlaganfall handelt. Fühlt sich das auf beiden Seiten gleich an? Ja. Hier an den Armen? Hier fühlt es sich anders an, weil im Manschettel. Okay, aber hier unten ist es wieder gleich. Ja. Okay. Und an den Unterschenkeln ist es auch auf beiden gleich. Seiten gleich. Okay, das war schon mal gut. So. Schlaganfall ist eine Unterversorgung des Gehirns mit dem benötigten Sauerstoff und den benötigten Nährstoffen. Das ist in den meisten Fällen so, dass ein Blutgefäß verstopft ist und einfach in dieses Gehirnareal nicht mehr genug Blut kommt. Das kann aber auch durch eine Blutung passieren und in einigen Fällen auch dadurch, dass sich die Blutgefäße einfach verengen oder verkrampfen. Die bisherigen Untersuchungen deuten nicht auf einen Schlaganfall hin. Nicolas hat einen anderen Verdacht. Meine Vermutung ist, dass die Beschwerden gerade mit dem Schwindel am ehesten jetzt vom Kreislauf herkommen. Dass das irgendwie bei Ihnen gerade schwierig ist, diese Änderungen in der Lagerung vom Kreislauf her adäquat abzufedern. Was ich Ihnen anbieten kann, ist, dass wir Sie einmal im Krankenhaus vorstellen, dass nochmal gründlich geguckt wird. Insbesondere aufs Herz, dass jetzt nicht am Herzen irgendwas ist. Mhm. Da müssen Sie mir jetzt sagen, ob Sie denn überhaupt damit einverstanden wären, dass wir mal im Krankenhaus vorbeischauen. Okay. Okay. In der Untersuchung zeigt sich, dass die Patientin soweit normale Werte hat, dass der Schwindel mit Lagerungsänderungen sich verändert. Das heißt, wenn sie sich hinsetzt oder aus dem Sitzen aufsteht, wird der Schwindel schlimmer. Das deutet eher auf eine Kreislaufproblematik hin, also eine Ursache am Herzen, und weniger auf ein neurologisches Problem wie einen Schlaganfall. Deshalb schließen unsere Lebensretter die Patientin im Rettungswagen sofort an ein EKG an. Gut, dann mal bitte ganz kurz, ganz entspannt liegen bleiben, nicht sprechen, nicht bewegen. Anhand der EKG-Kurve lassen sich Unregelmäßigkeiten des Herzschlags schnell erkennen. Gleich geschafft, Sekunde noch. Jetzt dürfen sie wieder rumzappeln, reden. Oder beispielsweise telefonieren. Auch das. Während die Patientin ihre Angehörigen informiert, wertet Nicolas die Daten aus. Ihr EKG-Bild sieht erstmal soweit unauffällig aus. Da ist jetzt nichts, was Anhalt darauf gibt, dass irgendwas Drastisches passiert. Nichtsdestotrotz, endgültiges Ergebnis kriegen wir nur, wenn einmal Blut abgenommen wird und nach bestimmten Herzenzymen gesucht wird. Vollständige Entwarnung können die Lebensretter noch nicht geben. Doch Nicolas sieht die Prognose der Patientin positiv. Im besten Fall findet auch das Krankenhaus jetzt keinen Anhalt auf irgendein Problem. Und die Patientin kann entlassen werden, weil sich die Symptome auch von alleine wieder gelegt haben. Das ist natürlich ein bisschen unzufriedenstellend, weil man dann auch selber als Patientin nicht weiß, was es eigentlich war. Aber auf der anderen Seite hat man auch die Sicherheit, es ist nichts Schlimmes. Und für die beiden Berliner Sanitäter geht es direkt weiter zum nächsten Einsatz.